Schönen guten Morgen. Wir sind gerade hier auf unserem Campingplatz und der ist so süß, den wollte ich mal zeigen. Und zwar sind hier überall so kleine Torfhäuschen. Ich zoome mal. Kennt man's? Da hinten. Da hinten, das sind die Toiletten. Hier ist die Küche. Und da sind nochmal Toiletten. Und das Restaurant. Ja. Jetzt gehen wir mal weiter, hier runter. Hallo. Und hier unten kann man schön in die Küche rein. Übrigens hier überall Frost. Es war sehr kalt heute Nacht. Das ist die Küche. Und wir haben hier sogar eine kleine Miezekatze. Ist die nicht süß? Ich weiß gar nicht, ob man sie sieht. Schnorri, Schnorri. Mautz. Holperweg sind wir jetzt hier angekommen am Hoffellgletscher. Hoffellgletscher. Sieht wieder atemberaubend aus. Jetzt sind wir an der letzten Station für heute angekommen. Wir waren gerade am Diamond Beach. Jetzt sind wir genau gegenüber am Jörg-Salon, heißt er glaube ich, an diesem großen Gletscher. Und da Robben? Das ist eine Robbe, oder? Ja. Da schwimmen auch Robben. Über eine wahnsinnige Holperpiste zum nächsten Gletscher gefahren. Wir sind jetzt am Svínafellsjökull und hier sieht es auch wieder atemberaubend aus. Auch wieder komplett anders als an den anderen. Das ist echt wahnsinnig hier. Wir sind jetzt im Skaftafell-Nationalpark und wandern zum Svartifoss. Das ist mal wieder ein Wasserfall, haben wir schon länger nicht gesehen. Und ja, jetzt geht's los.
überall Heidelbeeren. Das heißt, wir brauchen gar kein Proviant auf unseren Wanderungen. Spalte, die durch Gletscherwasser entstanden ist. Also hier fließt ein Fluss lang und der gräbt sich sozusagen hier immer weiter durch. Deswegen ist hier eine Spalte, die an der tiefsten Stelle bis 100 Meter tief ist. Richtig krass, das sieht auch wieder richtig cool aus. Mega grün alles und das Wasser da unten ist glasklar. Wir sind hier über eine F-Road hergekommen. Also falls ihr hierher kommt, passt auf, dass ihr das richtige Auto habt. Wir haben kein Auto, was auf einer F-Road fahren darf. Wir wussten aber nicht, dass das hier so eine Straße ist. Deswegen sind wir einfach lang gefahren. Es sind auch ganz viele andere hier lang. Aber falls ihr so einen Mietwagen habt, dann macht es lieber nicht.